Getreide. Das befördert längst nicht mehr jeder Landwirt nach der Ernte zum Landhändler, beispielsweise zur BayWa. Das Vieh, wie zum Beispiel diese Kälber, transportiert längst nicht mehr jeder Landwirt zum Zuchtmarkt oder Auktionen, hier eine Veranstaltung bei Landshut. Neue oder gebrauchte landwirtschaftliche Maschinen. Um diese zu erwerben, schaut längst nicht mehr jeder Landwirt beim Landmaschinenhändler oder bei einer Maschinenschau vorbei. Auch Prospekte, Fachzeitschriften und Zeitungen, die herkömmlichen Informationsquellen über Marktpreise und Tendenzen in der Landwirtschaft, haben Konkurrenz bekommen. Durchs Internet. Datenautobahnen schlängeln sich hierzulande zu rund einem Drittel der 450.000 landwirtschaftlichen Betriebe. Neben Traktor und Melkmaschine gehören PC und Internetanschluss zur Standardausrüstung. Ein Beispiel: Der Betrieb von Gregor Grill bei Odelshausen. Rund 10 Jahre setzt der Agrarbetriebswirt schon auf Computer. Seit einigen Monaten nutzt er virtuelle Marktplätze, sogenannte Agrarportale. Dort kauft er Betriebsmittel und verkauft Produkte ohne Zeitaufwand. Das ist ja heutzutage auch kein Problem mehr. Ich kann meine Ernteprodukte eigentlich überall hin transportieren. Und somit ist für mich entscheidend, wo der höchste Preis gezahlt wird. Zur eigenen Sicherheit das Registrieren. Dann steht dem Onlinehandel nichts im Weg, bis auf diverse Abrechnungsmodelle. Die reichen vom Mitgliedsbeitrag bis zur Provision bei Geschäftsabschluss. Experten prognostizieren Millionenumsätze beim landwirtschaftlichen Online-Geschäft. Online geht's auf Käufer- und Verkäufersuche. Wenn's ernst wird, wird's auch klassisch. Erfahrungsgemäß werden die Verträge persönlich geschlossen, per Telefon oder vis-à-vis. Aber mit verbesserter Verhandlungsbasis, findet Gregor Grill. Bevor es Agrarportale gab, hat man sich halt in Fachzeitschriften informiert und letztlich eben auch beim Händler vor Ort. Da war es eben nur so, man hat den Preis halt akzeptieren müssen. Der Markt würde eigentlich mehr hergeben, der will mir nur nicht mehr zahlen. Jetzt ist es so, wenn mir der einfach nicht mehr bietet und ich weiß, dass in einer anderen Region einfach mehr gezahlt wird, dann kann ich ihm das sagen oder ich suche mir dann einen anderen, wenn wir uns nicht einig werden. Zweites Beispiel, der Betrieb von Manfred Wolf bei Odelshausen. Seit Anfang des Jahres bewirbt der Landwirt Sonderkulturen wie Spargel, Erdbeeren und Äpfel mit einer elektronischen Visitenkarte, einer Homepage mit 11 Seiten, von Fachleuten gestaltet. Wenn man Profis beauftragt, die haben die entsprechende Erfahrung, was gehört alles dazu, wie muss sowas aufgebaut sein. Und selber vergisst man sehr schnell bestimmte Punkte, die auch wichtig sind im Internet. Zum Beispiel haben wir gar nicht daran gedacht, dass man vielleicht so einen schönen Kontaktbutton macht, dass die Leute einfach mit uns per E-Mail sehr schnell in Kontakt treten können. Pro Woche landen bis zu 5 Mails im elektronischen Briefkasten. 5.000 Mark hat der Landwirt sich seinen Internetauftritt kosten lassen, doch das lohne sich. Man kann da wesentlich schneller und aktueller reagieren als zum Beispiel in der Zeitungsanzeige, die mehrere Tage Vorlauf hat. Und was halten Kunden von der Hofwerbung im Internet? Ja, ich finde es gut. Ich habe zu Hause dann einen Überblick gehabt und habe das also alles schön sehen können. Also, und es war da übersichtlich. Da kommst du mit einem Klick auf die Seite, wo man braucht. Und zum Beispiel die Öffnungszeiten, dass ich nicht vor verschlossenen Türen stehe. Also finde ich also optimal sowas. Neben betrieblichen Vorteilen bringt das Internet auch was fürs Private. Auf der Seite landflirt.de können nämlich einsame Herzen Ausschau halten nach der Traumfrau mit Sinn fürs Ländliche. Viel Erfolg. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.